Hallo Grill- und Barbecue-Freunde, herzlich willkommen bei MIB Barbecue. Heute wieder aus dem Apachenpub. Ich hatte ja letztens das Projekt Pastrami und dieses Mal mache ich das Projekt Buckboard Bacon. Wir machen zwei Buckboard Bacon. Buckboard Bacon ist aus Schweinenacken, während Pastrami ja traditionell aus der Rinderbrust oder aus einem Stück Tafelspitz gemacht wird, also aus Rind. Ich mache zwei verschiedene Sorten. Was wir alles dazu brauchen, welche Zutaten, zeige ich euch hier wie immer am Tisch. Bis gleich. Das sind unsere Zutaten für den Buckboard Bacon. Wir brauchen Schweinenacken, ist jedes ungefähr ein Kilo. Wir brauchen eine Gewürzmischung mit Pökelsalz. Die genauen Angaben, wie man die zusammenstellt, schreibe ich euch natürlich unten wieder ins Video. Das ist jeweils für ein Kilo und das ist jeweils für ein Kilo. Und dann möchte ich einen, ich habe zwei verschiedene Rezepte, und zwar möchte ich einen spritzen mit der Marinadenspritze hier, mit kanadischen Ahornsirup, und den anderen noch nicht. Sie werden dann beide eingeschweißt in den Tüten. Ich habe ich schon vorbereitet, auch schon umgeschlagen. Und dann kommen die so, ja, ich sag mal für 10 Tage Minimum. Wir können gleich mal gucken, wie hoch sie sind. Beim Pastrami war es ja so 1 cm ein Tag. Wir können das gleich mal ausmessen, aber also mindestens 10 Tage. Wir können dann auch ein bisschen zugeben. Wenn es 12 oder 14 Tage werden, tut der Sache keinen Abbruch. Ich würde sagen, legen wir los. So, starten wir mit der Marinade. Wir stecken erstmal die Spritze einfach rein. Schnappen uns dann unseren Ahornsirup. Geben wir ihn einfach drauf. So, ich denke mal, sollte reichen. Mal gucken, ob es alles rausquillt. So, Deckel drauf. Zack. Zuschrauben. Zack. Und los geht's. Einmal. Lassen wir den noch einen Moment stehen und beginnen einfach mal mit dem Rubben. Ich schnappe mir mal einen Handschuh. So, fangen wir bei dem Burschen mal an. Streuen wir unsere Mischung drüber. Also da ist grob jetzt gesagt drin Nitritpökelsalz, brauner Zucker, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, ein bisschen Pfeffer, sodass wir überall ein bisschen von dem Zeug dran haben, schön eindecken. Schön einreiben. Das kommt nachher eh alles noch mit in die Tüte. Auch die Seiten schön aufditschen, dass überall was dran kommt. So. Das grob ist. Okay, schnappen wir uns die erste Tüte. Rein damit. So, müssen wir mal gucken, dass wir den restlichen Rub da noch ein bisschen mit reinschmeißen. Jo, da sieht es schon ganz gut aus. Schneiden wir den ein bisschen an die Seite. Und dann packen wir uns mal den Burschen.
schöpfen aber vielleicht erst noch ein bisschen den Sirup ab, dass es nicht zu extrem wird. So. Okay, und die nächste Ladung. Ich bin ja mal gespannt, wie das wirklich nachher schmeckt. Ich habe das im Internet gefunden. Ich habe gesagt, probierst du mal aus. Einmal den gespritzten und einmal den ohne. Wir werden den gespritzten später, wenn wir ihn räuchern, ohne Kräuterkruste machen. Wir machen bei dem normalen, ich denke mal Côte de Provence oder irgendwie sowas als Kräuterkruste drauf. Ja. Und dann lassen wir es mal schön smoken. Aber das dauert noch ein paar Tage. So, zweite Tüte. Rinderszeug. Okay, Handschuh aus. Und einschweißen. So, putzen wir ein bisschen noch sauber. Vielleicht ein bisschen sauber putzen. So. Das riecht gut. So. Eine Verschweißung hier. Ein bisschen drüber, so. So eine saubere Naht hinkriegen. Zack. So, so mittig. Ich würde sagen, wir machen es von Hand. Achso, Stecker rein, der auch nicht schlecht. So. Das sieht schon gut aus. Also können wir doch die Automatik nehmen. Ist ja nicht feucht. Brauchen wir nicht vorher stoppen. Zack. Zisch. Ja, machen Vakuum. Machen trotzdem. Ja, ihr kennt das von den anderen Videos. Noch eine zweite Naht. Besser ist das. Die erste Naht lässt sich immer sauber schweißen, weil die Tüte ja noch nicht beschmutzt ist. Aber es kann immer noch so eine Ecke irgendwo sein und nachher zieht da Luft. Dann läuft die ganze Suppe nachher aus und wir wollen das Vakuum ja behalten. Von daher, zweite Naht doppelt hält besser. So, das war Nummer 1. So sieht er aus, ne? Und
damit wir wissen, dass das der gespritzte ist, machen wir hier mal ein X drauf. Weil, ne, das X markiert den Schatz. Also an die Seite. Jetzt kommt der andere dran. So, da sehe ich schon ein paar Zuckerkrümel. Nehmen wir es gleich mal weg. Und auf der Seite, so. Okay. Dann zweite Bursche. Schnuckedulli. So, anziehen. Hat es so, jetzt könnt ihr vielleicht sehen, hier hat sich Flüssigkeit gesammelt. Die machen wir jetzt noch mal raus mit dem Tuch. Die Naht wird zwar dicht sein, aber wir putzen das jetzt mal ein bisschen sauber, bevor wir die zweite Naht ziehen, damit wir auch wirklich sicher sind, dass es dicht bleibt. So, so sieht das aus. Machen wir hier drauf. So, zack. Und schweißen. Ja, so sieht das doch gut aus. Prima. Das wollten wir aber noch messen, haben wir gesagt. So, was haben wir hier? So, also 8 cm hier den dicksten. Plus 2 sind 10. Ja, 10 Tage. Vielleicht auch 11. Schauen wir mal. Also so kommen sie erstmal jetzt in den Kühlschrank. Wenn dann wieder nach 24 Stunden mal wieder umgedreht und dann lassen wir uns mal die Magie das mal umwandeln. Ich bin ja echt mal gespannt, aber es dauert noch ein bisschen. Ja, ihr Lieben, hier sind die beiden Backboard Bacon jetzt nach 10 Tagen, jeden Tag immer schön einmal gewendet. Der hier mit dem X, ne, das ist der, den wir gespritzt haben, und der andere halt nicht. Ich werde sie jetzt gleich in der Küche von dem Beutel befreien, werde sie ordentlich abwaschen und dann werde ich sie jeweils in einen Behälter legen, wo sie wässern können. Aber das zeige ich euch gleich, wenn wir wieder zurück sind. Die Schüsselchen haben wir nachher, weil den ungespritzten, den wollen wir mit einem Kräutermantel versehen, Kräuter der Provence oder so, außen als Hülle. Und den gespritzten lassen wir so, wie er ist. Wir werden ihn höchstens mit Ahornsirup mal einpinseln gegen Ende, dass wir so ein bisschen Kruste noch bekommen. Und Räucher, habe ich mir gedacht, wollte ich heute mal mit den Jack Daniels. Chunks sind es ja nicht, es sind ja die Splitter, wie heißen die, Chips, Smoking Chips. Ich denke mal, dieses Rum-Aroma von dem Jack Daniels, oder vielmehr Whisky, ist ja kein Rum, um Gottes Willen. Ja, also das Whisky-Aroma bei den Bacon, das könnte ich mir vorstellen, das schmeckt bestimmt ganz gut. Also bis gleich. Ja, jetzt habe ich sie abgewaschen, schön unter fließend kaltem Wasser, und habe sie jetzt hier eingelegt, auch in kaltes Wasser, damit die noch ein bisschen wässern. Das Salz soll ein bisschen noch raus aus dem Fleisch. Ich denke mal, eine Stunde sollte reichen. Das heißt, nach einer halben Stunde werde ich aber einmal das Wasser wechseln. Ich denke mal, dass es dann schon sich ein bisschen verfärbt hat, aber das sieht schon so ganz gut aus. Und dann habe ich hier die Chunks, nein, die Chips. Die Whisky Chips, die Jack Daniels, habe ich schon mal hier mit in ein bisschen Wasser
eingelegt sozusagen, dass die ein bisschen feuchter werden, weil wir machen das ja heute wieder in unser UDS. Ja, oh ja, Licht geht automatisch an. Da unten sind noch die Restkohlen vom letzten Mal. Ich habe nur ein bisschen durchgeragt. Also ist gar nicht viel verbraucht worden. Das ist schon nicht verkehrt. Ja. Der Master Blaster ist nachher auch wieder am Start. Das wäre schön so. Ich muss mal gucken, entweder mache ich 110 oder ich mache 120 Grad. Lass uns mal überraschen. Oh. Da ist die Paella-Pfanne mit dem Sand, der mittlerweile schon schön schwarz geworden ist. Ja, es kommt halt immer was dabei. Ne? Es wird nachher quasi wie Beton. Und da haben wir die Kiste mit dem Räucherholz. Brauchen wir heute nicht. Ne? Ja, da haben wir noch Kirsche. Und da haben wir noch was vom Apfel. Ein bisschen Pflaume in der Mitte noch dabei. Ja, okay, da haben wir noch so ein paar andere Sachen. Räuchermehl und so weiter fürs Kalträuchern. Das machen wir demnächst auch nochmal. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder nachher, wenn wir die Bacon-Stücke, es ist ja eigentlich kein Bacon, wenn wir die Nackenstücke hinterher schön bepinseln und mit einer Kräuterhülle umziehen. Also bis gleich. So, Lieben, die Stunde der Wässerung ist vorbei. Jetzt haben wir hier einmal den gespritzten und hier den ohne. Den ohne werden wir jetzt noch mit Kräuter der Provence schön hier im oberen Bereich eine kleine Kruste verpassen. Dazu nehmen wir mal unseren leckeren Pinsel und als Klebstoff nehmen wir Ahornsirup, weil es so schön ist. Also erstmal drüber. Mal gucken. Also nicht zu viel nehmen. Nur, dass es klebt. So. Und die Seite auch. Mal gucken, ich habe nicht mehr ganz so viele von den Kräutern, dass wir mit auskommen. Ne? So. Zack. Jawohl. So, dann wollen wir mal ein bisschen drauf streuen. Schön vorsichtig. Nicht zu viel auf eine Ecke. Bin ich ja mal gespannt. Hoffentlich verbrennen sie nicht, aber ich denke mal, bei den 110, 120 Grad sollte das schon klappen. So, vorsichtig. Zack. Müssen wir hier in die Kante noch was reinkriegen. Das Ahornsirup klebt aber gut. Astreiner Klebstoff. So, hier die Kante. Drehen. Noch ein bisschen. So. Und ich glaube, es reicht. Jo, das sieht doch nett aus. Okay, jo, Handschuh wieder aus. Wunderbar. Ja, also ich glaube, den pinseln wir jetzt gleich ein, kurz bevor er drauf kommt. Die Kohlen sind schon langsam am Durchglühen. Ich sehe, das Flamme ist noch da. Und dann werden wir gleich den UDS bestücken und ich nehme euch dann gleich mit rüber. Stell die Kamera gleich mal hier vorne hin, dass man mal sieht mit dem UDS und so weiter. Bis gleich. So, die Kohlen sind durch. Hier sind nicht viele. Jetzt machen wir ein paar Reste aus dem Kugelgrill. Das machen wir jetzt mal rein. So, Feuerspektakel. So, wie liegen sie? Noch ein bisschen verteilen. Dann nehmen wir eine nickische Zange. So, machen wir mal hier in die Mitte. So. Dann holen wir mal unsere Chunks hier. Beziehungsweise die Chips schmeißen wir mal rein. Machen wir welche hier auf der Hand her. Da auch. Ja. Noch ein paar. Okay, da
unserer Paella-Pfanne mit dem Sand. Das ist unser Schutzschild. Und dann jetzt das Gitter. Ziehen wir hier raus. Jo, dann würde ich sagen, Nummer 1 drauf, 2 drauf, ja. Dann wollen wir mal die Fühler reinmachen. Nummer 1, aus der Mitte. Nummer 2, ne? Nummer 2. Und den Fühler für die Temperatur, für den UDS. Das machen wir hier mittig mit dabei. Zack, bumm. Klappe zu. Mal gucken, dass er nicht verrutscht hier. So. Das war der erste Streich. Ich schmeiß nochmal den Master Blaster an. Ich drehe euch mal ein bisschen rum. So. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich zoome euch mal ein bisschen ran. So. Ja. Da ich mich nicht entscheiden kann, ob ich jetzt 110 oder 120 mache, nehme ich einfach 115. Okay. 36 Grad, 37 Grad haben wir im Moment Temperatur. Ich schieße den hier noch mal ein bisschen. Soll ich jetzt alles an Rauch raushauen? Ein kleines bisschen auf. Jetzt ist mal hier die Hölle angesagt, würde ich sagen. Ja, der regelt sich jetzt von ganz alleine. So, machen wir mal hier Nummer 1. Hier nehmen wir den gespritzten. Nummer 2 nehmen wir den anderen. Ruft die Feuerwehr bestimmt an. So ihr Lieben, nein, die Feuerwehr war es nicht, es war der Nachbar, er hat sich gewundert, dass es plötzlich wieder so raucht. Hat er gesagt, gibt es da Rauchzeichen? Hat wieder einer den Klappstuhl ausgegraben? Nein, ganz normal. Was hat, wie das immer so ist, ne? Kannst du mir was rüberbringen, wenn es fertig ist? Ist klar, ne? So, machen wir mal Thermometer an. Einmal zwischendurch, um mal zu gucken, was passiert. Hauen das mal jetzt aufs Handy. Ja, der piepst schon. Mal gucken, ob er irgendwelche Probleme. Nein. Ja, das sieht gut aus. So, vielleicht könnt ihr es sehen hier. Ne? Backboard Bacon. Nicht einfach unbekannt oder keine Eingabe. Das sieht ja schon gleich ganz anders aus. Ja, ich würde sagen, ich kann es aber erstmal wieder ausmachen, weil es wird locker bis 68 Grad, also locker 3 Stunden dauern. Die Innentemperatur, jetzt die im Garraum, bin ich jetzt bei 92 Grad. Ich nehme euch gleich nochmal dabei, wenn er kurz davor ist, dann könnt ihr mal, ich weiß nicht, ob ihr das Lüfterrädchen hört, dass der immer von alleine regelt. Also das Ding ist echt klasse, hat Spaß gemacht, das zu bauen, definitiv. Ansonsten würde ich sagen, bis später. Ist noch mal einen kleinen Zwischenschieber sozusagen. Ich hatte die Chips ja gewässert und das Wasser ist jetzt so ein bisschen dunkler geworden. Und wir hatten in unserer WhatsApp-Gruppe vorhin die Diskussion, ob man mit dem Wässern nicht den Whisky-Geschmack rausholt. Und das könnte Whisky-Geschmack sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich stelle einfach diesen Pott mit da rein. So. Mal gucken, was passiert. Einfach hier an die Seite, zack, vielleicht geht ja dann der gute Rauch oder der gute Geschmack vom Whisky, wenn sich die Feuchtigkeit so ein bisschen noch verteilt innerhalb des Garraums, wenn es was nützt, wer weiß. Also, bis später. Jetzt kommen wir langsam an die 115. Und hier fängt jetzt schon an zu takten hier, man kann das sehen an diesem kleinen Lämpchen, was dann immer an und ausgeht. Das sind immer jetzt...
dass er einen Impuls kriegt. Ja, und der nähert sich jetzt langsam an die 115 an. Ja, 14. Die komplette Luftregelung ist alles nur über diesen kleinen PC-Lüfter, der unten verbaut ist. Ich hatte vorher drei Kugelhähne dran. An einen habe ich den Adapter gemacht für den kleinen Ventilator. Und den einen habe ich noch gelassen, vorne den habe ich abgemacht, weil den brauchen wir nicht. Steht nur im Weg, da rammelt man immerhin mit dem Fuß immer dran. Das ist ja auch nicht toll. Ja, und jetzt macht er das so lange, bis quasi die Kohlen alle sind und gibt Vollgas oder halt aus. Ja, und hier, ich weiß nicht, könnt ihr es sehen. Komischerweise hat der erste 26 Grad und der zweite 31. Puh, warum das so ist, keine Ahnung. Wir lassen uns einfach überraschen. Und ja, ich vermute mal, wir haben es jetzt, weiß nicht, kann man es sehen? Ja, so jetzt fast halb eins. Also ich denke mal, 2-3 Stunden wird das locker dauern. Wir werden es ja nachher sehen. Also, bis später. Nein, die spürt mir. Oh, die Kamera ist ja an. Ja, jetzt habt ihr mich aber erwischt hier. Ja, ich hoffe, da guckst du mal nach einer Stunde, ne? Guckst du mal rein. Sieht schon ganz gut aus. Kerntemperaturen haben wir im Moment einer bei 60 und einer bei 56, warum auch immer. Aber diese 8 Grad, denke ich mal, die werden dauern. Es kommt bestimmt diese Plateauphase, was ja beim Pulled Pork auch ist. Wie gesagt, lassen wir uns einfach überraschen. Und hier, Kollege Master Blaster, der macht das schon. Oh, Alarm, Alarm, Alarm. So, mal gucken, wie sieht's aus? Ja. 66 und 68. Ja, wir lassen es hier noch ein paar Minütchen lassen wir noch drin. Und irgendwie waren es Rennschweine. Also wir haben jetzt ja anderthalb, ja, 1¾ Stunden ungefähr nur gebraucht. Also das ist schon mal nicht verkehrt. Also das waren mal echte Rennschweine. Naja gut, warten wir noch einen Moment. So, die beiden Biester sind jetzt auf 68 Grad beziehungsweise sogar 69. Also aufmachen, rausholen. So, naja. So, müssen wir mal einen Handschuh nehmen. Das Thermometer ist wieder heiß. So, schnappen wir uns mal eins. Das ist der gespritzte. Ja. Ja, wickeln wir mal ein bisschen ein. So. Und legen wir aufs Gitter. Dann kann die sich dann noch ein bisschen entspannen. Und das ist der Kollege mit den Kräutern. Zack. Okay. So. Zack. Jetzt können sich hier die Fleischstifte schön noch ein bisschen verteilen. Man kann langsam abkühlen und dann werden wir ihn später, wenn das abgekühlt ist, werden wir es mal aufschneiden und dann wollen wir mal gucken, ob es was geworden ist. Ich mache jetzt den UDS soweit wieder zu, sauber, alles ausmachen und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens wieder beim Anschnitt. Also bleibt gespannt. So Freunde, hier liegen sie, eingepackt wie Weihnachtsgeschenke. Ich würde sagen, wir packen einfach mal auf und gucken mal. Ja. Ui. Jo. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Hier machen wir nochmal eins hin. Nummer zwei. Ja.
Ja. Das ist jetzt der gespritzte. Ja, ich würde sagen, wir schneiden mal an. Mal gucken, die Fasern laufen so, hier auch. Dann würde ich sagen, schneiden wir mal, fangen wir mal bei dem hier an, schneiden wir mal hier so ein Stück ab. So, mal gucken, wie es geworden ist. Also durch geht es schon mal gut. Mal gucken. Von der Rotfärbung her. Ja. Yeah. Also ist nicht so dunkel wie der Tafelspitz. Aber sieht nicht schlecht aus. Das ist einmal der mit den Kräutern. Und dann nehmen wir einmal hier den gespritzten. Jo. Boah, hat ein bisschen was von Kassler, würde ich sagen, oder? Jo. Die beiden Stücke legen wir mal zur Seite. Und jetzt schneiden wir mal ein Stück ab. So, einmal davon und einmal hiervon. Ja, du hast schon wieder. Du bist schon wieder am Start hier, das ist mir klar. Die Scheibe schneiden wir mal ein bisschen dicker. So, Hammer. Ja, ein Bruch ist schon nicht schlecht. Ich würde sagen, ich drehe die Kamera mal hoch und dann probieren wir mal richtig. So, probieren wir erstmal das Stück von dem Gespritzten. Interessant. Ja. Also man schmeckt das Süße raus. Von dem Ahornsirup. Und jetzt mal den mit den Kräutern. Der war jetzt nicht gespritzt. Ja. Mal so eine Ecke abziehen. Hier, das ist der mit den Kräutern. Ach, der schmeckt ganz anders. Also dieser schmeckt ein bisschen salziger. Aber intensiv vom Geschmack. Mal mit den Kräutern probieren. Ja, das harmoniert gut. Ja. Ist immer von dem Süßen. Ja, schmecken beide total anders. Ich kann noch nicht mal sagen, welches jetzt besser schmeckt. Tja. Also, nützt alle nichts. Müssen sie beide essen. Pech aber auch. Ja. Ich werde jetzt mal zwei Teile lasse ich erstmal da. Die anderen beiden schweiße ich ein, komme in den Kühlschrank. Ich lasse sie vielleicht nochmal eine Woche im Kühlschrank oder so. Vielleicht wird es ja besser, wer weiß. Okay, das war's, meine Lieben. Soviel zum Thema Backboard Bacon. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Nettes unten in die Kommentare rein. Ich freue mich, ich versuche die auch immer zu beantworten. Die Kommentare. Ihr könnt mir auch folgen auf Instagram oder auf Facebook. Bin ich auch vertreten. Wurde vorhin schon eingeblendet. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Hier oben taucht dann gleich der Kringel auf. Und ja, wie gesagt, das andere war Projekt Pastrami. Das ist jetzt Projekt Backboard Bacon. Ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Es ist immer ein bisschen Warterei. Probiert es aber mal selber aus. Das ist echt nicht schwer. Es gibt genügend Rezepte. Auch mit Nitritpökelsalz kann man sich entweder beim Metzger selber holen. Oder aber im Internet bestellen und dann die Gewürzmischung machen. Man muss sich vorsichtig rantasten. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Nitritsalz nehmen können. Dann wäre es vielleicht etwas dunkler geworden, etwas roter geworden. Ja, beim nächsten Mal, es wird nicht der letzte gewesen sein. Von daher macht's gut. Euer Oliver von MRB Barbecue. Ciao, bis zum nächsten Mal. Runter. Sollen wir probieren? Ja. Hopp. Ihm schmeckt's auch. Na klar.